Ach, mein Gott, ist das bei euch auch so geil? Also hier ballert die Sonne ohne Ende. Eis ist am Start, ja. Neues Opinel-Messer ist am Start. Nummer 10. Ja. Inox-Version. Hier. Absolut geil. So. Jetzt hat das unprofessionellste Intro, was ich je gemacht habe, ein Ende. Gleich gucken wir uns das Video an. Nicht das Video. Ah, siehst du, ich bin so durch. Das Messer. Bis gleich. Oh, geil. Schön, dass du noch dabei bist. Also, das erste, was ich euch mal sagen muss, und das von schweißgetriebenem Angesicht zu Angesicht, danke. Also ich finde das Wahnsinn, was da momentan für ein Hype ist, wie dieser Kanal explodiert. Und ich bin ganz ehrlich damit auch ein bisschen überfordert. Ja, dafür wollte ich einfach mal Danke sagen. Und das seid ihr. Ihr haltet diesen Kanal am Leben, ihr guckt die Videos und ja, einmal dafür ein herzliches Dankeschön. Ja. Aber jetzt zu den ernsten Themen im Leben. Opinel. Also ich finde als allererstes mal, das Ding ist top verarbeitet. Das ist übrigens mein allererstes Opinel-Messer. Und ich habe das in der Hand gehabt und habe gedacht, wow. Weil ich wollte immer gerne das 12er haben. Und jetzt bin ich durch Zufall an das 10er gekommen und habe immer gedacht, das wäre mir zu klein. Aber es ist die perfekte Größe für so eine 10er Handschuhhand. Also Nummer 10 von Kopf, Handschuhgröße 10, definitiv. Ja. Hergestellt werden die Dinger in Frankreich. Ja, der Ein Mann im Wald hat die Dinger schon mal ordentlich erklärt. Und ja, ich finde das Ding ist also wirklich clean. Ne? Es ist 100% 42A konform. Ne? Wir haben hier Opinel France stehen. Hier in den Griff ist eingestanzt die Nummer 10. Ja. Wir haben hier diese Mulde. Das heißt, es geht im geschlossenen Zustand nicht auf. Man muss das also erst hier ein bisschen zur Seite drehen, um es dann wirklich mit zwei Händen aufmachen zu können. Ja, jetzt ist das hier oben und dann geht es hier so ein bisschen runter. Das heißt, wir können das Ganze hier nach da drehen und dann ist es arretiert. Ich bin mir sicher, ihr kennt das, weil jeder hier wird mehr Opinel-Messer jemals in der Hand gehabt haben als ich, weil das ist, wie gesagt, mein erstes. Und wenn ich das jetzt so in der Hand habe, mit einer Handschuhgröße 10 habe ich unten noch genau ein bisschen Griff. Ich kann das überall anfassen, es drückt nirgendwo und ich kann wahnsinnig gut mit dieser Klinge arbeiten. Ne? Also ich kann hier unten, ich kann aber auch das Ganze ein bisschen weiter vorne nehmen und hier arbeiten, wenn ich irgendwie was drücken oder hebeln oder auch feinere arbeiten, dann kann man das hier so anfassen und hier ja, in die Richtung schnitzen. Ich weiß, das soll man nicht machen, aber man kann es. Ja, die Inox-Version ist natürlich die rostfreie Version. Das ist also kein Carbonstahl. Das tut aber der Schärfe überhaupt nichts ab. Ich habe jetzt hier einfach mal so ein Papier vorbereitet. Und wie ihr seht, geht das hier durch die warme Semmel, ja. Die Spitze ist so ein bisschen nach oben gebogen. Das hat so ein bisschen was von einem Fischmesser. Ja. Kann man aber auch wunderbar mit hier reinpulen und dann gerade rausziehen. Die ist wunderbar zum Pulen geeignet, diese Spitze. Ja. Das geht ganz schön damit.
Ja, wenn wir uns jetzt die Klinge etwas genauer angucken, dann werdet ihr sehen, dass hier ein leichter Recurve drin ist. Also wirklich ein ganz, ganz leichter Recurve. Dann ist die Spitze sehr nach oben gezogen und hier fällt das Ganze noch mal ein bisschen ab, was eine sehr ergonomische, sehr, sehr eigene Klingenform ist, mit der man aber trotzdem sehr gut arbeiten kann. Ich bin tatsächlich sehr begeistert von dem Messer und wow, ja, es liegt super in der Hand. Ist absolut 42A-konform, ja. Was auch immer wieder sehr wichtiger wird, gerade in Zeiten vom Herrn Pistorius. Und wenn ich das jetzt hier mal an so einen Zollstock halte, dann haben wir eine Gesamtlänge von, na, ich sehe das Display gerade nicht, aber es kann nur gut gehen, ne? 23 Zentimetern. Und damit ist es schon fast je größer als jedes meiste Klappmesser. Hier dran gibt es natürlich keinen Clip. Dementsprechend, aber es ist einfach auch ein Federgewicht, ne? Wir haben eine Klingenlänge von, lass mich nicht lügen, genau 10 cm. Kann auch daher die 10 kommen. Wer es weiß, schreibt es in die Kommentare. Da bin ich also sehr, sehr glücklich mit. Sehr gut, dass ich das jetzt habe. Und ja, dann werden wir das demnächst auch, also jetzt gleich, ich werde jetzt gleich dann nochmal rausgehen und das Ganze einfach mal draußen ein wenig probieren. Ja, natürlich kann man damit batonieren. Ich weiß ja nicht, ist das Messer eigentlich zu schade für. Auch für, also ich würde das empfehlen, das im Rucksack zu führen, wenn man einfach mal ein Brotmesser braucht, ein Apfelschälmesser oder ja, ein, sag schnell, ich komme nicht drauf. So zum Wurstschneiden, zum Essen vorbereiten. Dafür ist, denke ich, dieses Messer hier ideal. Ich habe das zum Beispiel oft, dass wir oft auf irgendwelche Partys und Geburtstage eingeladen sind und dann wird immer eine Torte von A nach B geschleppt und von B nach C und C nach D und letzten Endes steht da eine Torte mit einer riesen Fondantschicht, super schwer, super lecker, aber keiner hat ein Messer mit. Also, dann dreht sich schlagartig jeder immer zu mir um so. Marcel. Ja, komm, gib her. Und dafür hat das auch die ideale Klingenlänge, ne? Also da kann man einiges mit schneiden und trennen, ohne dass man hier sich den Griff und hier dieses Inlay versaut. Das finde ich auch sehr positiv. Hier oben ist alles ziemlich eng. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Apfel schäle und hier läuft erstmal so schnell nichts rein. So, das kurz zu dem Messer. Und jetzt noch in den Wald. Bis gleich. Hi. So, schön, dass du dabei geblieben bist. Die nächsten paar Videos werden so im gleichen Format ablaufen, ungefähr, nur damit du Bescheid wirst. Weil ich aus Zeitnot hier immer 3, 4 Videos mache und die immer so ein bisschen hintereinander wegdrehe. Aber das ändert ja nichts an der Qualität. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Und ja, jetzt geht's weiter mit dem Opinel Nummer 10. Ja, wir sind jetzt draußen. Ich stelle das also jetzt hier fest, dass es sich nicht mehr einklappen kann. Und jetzt wollen wir mal gucken, was du eigentlich mit so einem Opinel-Messer alles machen kannst. Ja? Hier, ich habe hier so ein bisschen Holz, ja? Und ihr seht, das ist staubtrocken. Das geht richtig rein hier. Das ist richtig morsch, schon fast. Ja. Ich glaube, dann nehmen wir nicht. Ich glaube, wir nehmen anderes. Ja, das. Hört ihr das? Das ist also schon richtig, richtig durch.
So, hat gar nicht so lange gedauert. Ich habe hier was, was funktioniert, was auch noch richtig stabil ist. Ja, und dann machen wir einfach mal erstmal. Also ihr seht, das Ding beißt sich richtig da rein. Ich kriege hier gerade Besuch wieder von 200 Wespen. Ist halt nicht Leben nicht schön. Also wenn ich gleich wild um mich schlage, liegt es da dran. Also da kann man auch, das hat schon lange nicht mehr gemacht, mal so ein Video hier so ein bisschen probieren, was da so geht mit so einem Messer. Tut eigentlich ganz gut. Super schöne Spitze. Ja. Und natürlich die Rinde so ein bisschen abmachen. Powercut natürlich auch. Super. Sogar fast durchs ganze Holz durch. Ja. Probieren wir mal. Ein paar schöne Löckchen hier zu machen, aber das bricht alles hier ab. Ja, da machen wir nicht hier. Also ich bin ja immer Freund davon, immer so eine Kante zu machen bei Löckchen. Ne? Ja. Dann kann man die nämlich richtig schön ja, so fein werden die gar nicht. Also nicht wundern, Leute, ne? Es ist 34 Grad draußen und ich schwitze wie ein Schwein. Und ich mache das hier alles nur für euch. Also so ein bisschen auffächern. Alter, das sieht ja scheiße aus. Das schneiden wir raus, ey. Ist ja der Hammer, was hier abgeht an Temperatur. Ja, hier. Also man kann wohl damit was machen, wenn man denn gescheites Holz hat und nicht so komisches Holz wie ich hier. Aber es beißt sich richtig rein, ey. Also ihr seht das jetzt auch so. Ja, also da geht richtig was. Ja, da kann man auch ein bisschen quer hier so verkanten. Ja. Da tut dem Messer überhaupt nicht weh. Da tut höchstens dem Stock weh. So, seht ihr. Was mich auch dazu bringt, hier jetzt mal was auszuprobieren. Ich hoffe, das geht nicht kaputt. Aber wir machen hier mal einen quer durch. In der Meinung, das funktioniert. Geh weg. Ja. Geht durch, aber naja, hier. Oh, das geht erstaunlicherweise gut, aber ihr müsst den Ring festhalten, sonst löst sich das Ganze und dann ist das auch wieder unschön. Ja, da kann man also auch mit einem Opinel-Messer ein bisschen brachialer umgehen. Gerade der Zehner, das scheint da gut ausgelegt für zu sein. Ja? Und ihr seht, das tut hier, Alter, da tut hier nichts zur Sache. Ich zeige euch mal kurz hier. Ja, also hier, da haben wir gerade reingeballert. Schön, funktioniert ganz gut. Also, Opinel-Messer würde ich jetzt nicht zum Batonieren nehmen. Aber ihr seht, man kann mit so einem Messer auch schon mal ein bisschen
brachialer umgehen, ohne dass es sofort kaputt geht. Ne? Da kann man schon mal ordentlich hier reinpieksen und durchbohren und ja. Also was das angeht, ist das echt, echt schön. Und es bleibt scharf. Ne? Also ist immer noch auf einer guten Schärfe. Das ist jetzt nicht der Chopper vorm Herrn, ne? Aber geht schon was ab. Opinion, mal sehen. Also kann man schon mal was mitmachen. Ist natürlich für jeden Bushcrafter ein Begriff, dieses Messer. Und gebe euch einen Tipp, holt euch die, wenn er so holt, irgendwo, wo es günstig ist. Ich habe es gerade gesehen, ein Opinel Nummer 8 in der Carbon-Version beim Schlüsseldienst für 22 Euro. Da denke ich mir, Leute, ich habe dafür vielleicht, also, das gibt es für einen Zehner, jetzt mal ohne Scheiß. Mein Fazit? Kommt gleich. Ja, was gibt es also jetzt noch zum Opinel zu sagen? Außer, dass es wirklich ein Low-Budget-Knife ist, was seinem Ruf durchaus gerecht wird. Ja, man kann es auch ein bisschen misshandeln, sollte allerdings nicht zu viel werden. Ja? Sonst werdet ihr sehen, wird es hier Macken geben von der Verriegelung, wenn ja die Klinge immer wieder drauf trifft. Und man soll ein Messer ja auch nicht mehr kaputt machen, als es ist. Aber durch die Verriegelung, die echt gut ist, wenn man den Ring festhält, kann man durch schon ein bisschen Druck auf die Klinge ausüben. Was natürlich auch wichtig ist, ist, damit kann man sehr, sehr schön einen Feuerstahl anreißen. Dafür ist dieses Messer quasi erschaffen worden. Ja, ja, das soll es gewesen sein zum Opinel. Denkt dran, schön Kommentar schreiben. Was haltet ihr vom Messer? Habt ihr selber ein Opinel-Messer? Ich kenne, glaube ich, keinen, der keins hat. Ja, abonnieren nicht vergessen und ja, Daumen nach oben. Ciao, bis bald. Euer Tactical Dad. Tschüss.